Ja, hallo zusammen, Ropi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, ihr seht hier eine riesige Tüte, die hat schon ein paar Kilometer hinter sich. Und die kommt vom guten Les. Les, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Er wollte mir was von Temu zukommen lassen und wollte hier einfach mal meine Meinung dazu wissen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was da drin ist. Für mich ist es also ein absolutes Mystery-Unboxing, obwohl Unboxing ist eher ein Unpacking. Es sei denn, es ist hier irgendwie was noch dick verpackt drin. Wobei, komm, wenn ich hier so fühle, sind, glaube ich, auch ein, zwei Kartons drin. Also komm, dann nenne ich es halt ganz einfach Unboxing. Er selbst sammelt Reptilien, Amphibien, Dinosaurier, Monster etc. Das gibt mir dann schon wieder Hoffnung. Er meint, er packt mir da mal oder schickt mir da ein paar Sachen, die auch er sich hat zukommen lassen. Er wollte hier nur einfach mal meine Meinung zu wissen. So, jetzt ist es so, Temu, ihr wisst es, ja, da ist nicht alles Gold, was glänzt, beziehungsweise Gold werdet ihr da keines finden, sondern eher, ja, billiges Plastik, sehr viele Bootlegs, sehr viel ganz schlechte Kopien und ach du liebe Zeit, ja. Also du kannst da eigentlich nur mit dem Schlimmsten rechnen, um vielleicht doch noch auf die eine oder andere Art positiv überrascht zu werden. Du kannst da selbstverständlich unter Umständen Schnäppchen machen, aber ganz ehrlich, was Figuren angeht, da zahle ich lieber einen Originalpreis von einem Originalhersteller, als hier zu irgendeinem Bootleg zu greifen. Das ist halt ganz einfach meine Meinung dazu. Entweder du kaufst dir irgendwas ultra billiges, hast dann halt auch was billiges von der Optik, von der Verarbeitung, von allem her im Regal stehen, oder du zahlst ein paar Euro mehr, hast ein Original und freust dich ganz einfach dran. Also wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung, was da drin ist, aber Drachen, Reptilien, Dinosaurier gibt es ja von allen möglichen Herstellern, auch von Billigherstellern, die mittlerweile teilweise auch eine unfassbar gute Qualität haben, jetzt mal ohne Scheiß, ja, also auch das darf man nicht immer nur schlecht reden. Du weißt aber nie, mit was du es zu tun hast. Du kennst nicht das, was sich unter der Haut verbirgt, die Materialien. Du weißt nicht, ist es jetzt eine PVC-Figur, die du noch nach 30 Jahren in deiner Vitrine angucken kannst oder ob nach 30 Jahren ein Häufchen Staub drin liegt. Das weißt du ganz einfach nicht, ne? Ob die Farbe abblättert, der Weichmacher austritt, alles nicht unbedingt schön, von dem her Holzauge sei wachsam, ne? Aber, mein Lieber, du möchtest meine Meinung dazu wissen und das hau ich dir hier auch sehr, sehr gerne um die Ohren. Ne? Darum, ich sag's nochmal, ich wurde nicht gespoilert, ich habe überhaupt keine Ahnung. Er meinte, manche Sachen waren richtig billig, manche Sachen nicht ganz so billig. Gerade die etwas größeren Inhalte dieser Tüte. Also, lange Rede, lasst uns das hier auspacken und anschauen. Er möchte keine Einzelreviews, wo ich sehr dankbar bin, sondern alles nur sehr allgemein gehalten. Ja, ist doch super. Und wenn da tatsächlich was dabei wäre, wo ich sage, jo, das hat ein Einzelvideo verdient, dann werde ich das auch tun. Gut, also, dann los geht's hier mit diesem, ja, Unboxing. So, und wenn ich hier mal meine Hand drauf lege, dann seht ihr, wie groß es tatsächlich ist. Eh? Also da ist schon ordentlich Material drin. Meine Herren, die Tüten, das ist immer so ein bisschen, ja, also hier sind Kartons drin, die scheinen hier auch schon zerquetscht zu sein. Was mich bei der Verpackung überhaupt nicht wundert. Ich hoffe nur, dass wirklich alles aus PVC, aus Plastik, aus Gummi ist und nichts irgendwie aus Resin oder so, denn ja, schlechte Karten, dass das hier heile ankommt. Apropos ankommen, er hat es anscheinend am 3. Juni, so wie er geschrieben hat, bestellt und es kam bei mir am 12. Juni an. Also das hat doch seinen Weg aus Asien relativ schnell zu mir gefunden, wie ich finde. Ja, also früher hast du teilweise einen Monat drauf gewartet, heute geht das alles relativ schnell. So, jetzt möchte ich hier dazu sagen, diese Seite sieht irgendwie so aus, als ob schon mal geöffnet war oder ob was gerissen ist und die Post oder der Lieferant das alles nochmal zugeklebt hätte, ne? Möchte ich nur sagen, denn hier kann man schon irgendwie einen Karton drunter sehen. Also, darum würde ich sagen, schneide ich das hier auch auf. Ich bin also wirklich sehr gespannt. Ich fahre hier einfach mit einem Cuttermesser einmal quer drüber. Okay. Ja, so sieht es aus, wenn man hier reinguckt. Ihr seht schon, zerquetschter Karton. Ja, soll ich mit dem Karton hier anfangen?
Oder mit den... Ach komm, ich nehme hier die Tütchen. Ich ziehe hier... Oh, Drache. Ja, kenne ich. Ich ziehe hier mal eins nach dem anderen raus, würde ich sagen. Okay? Komm, also, wir haben hier einen gelben Drachen. Schauen wir uns an. Wunderbar. Dann haben wir hier, was ist das? Noch ein Drachen. Das ist ein irgendwie ein grüner Drache. Könnt ihr das sehen? Wir packen es auch gleich aus. Mal schauen. Was habe ich? Oh, ich habe gesagt, wenn irgendetwas zu bootleckig ist, dann werde ich es hier nicht zeigen. Ja, also hier kenne ich tatsächlich den Hersteller, aber es ist so geändert, dass man das schon als eigenes Werk ansehen kann. Okay, Leute, das ist ein Kronosaurus. Ich schmeiß mich weg. Okay, und der hat auch eine ordentliche Größe. Fühlt sich wahnsinnig weich an. Was? Dinosaur World? Oh, okay. Alles klar. Aber das wiegt sogar was, das Teil. Interessant. Okay, komm. Was haben wir noch drin? Noch ein Drachen. Das ist ein dreiköpfiger Drache in Rot. Alles klar. Dann hier, komm, ich hol's mal raus. Jetzt seht ihr das. Hier ist ein Karton drin. Der ist halt sowas von zerquetscht. Guck dir das an. Guck dir das an. Alter, wie krass, was ist denn da drin? Ja, also, kennt man alles? Als langjähriger Sammler weißt du das, aber ich weiß trotzdem nicht. Hier steht zwar eine Modellnummer drauf, aber ich sehe hier noch nicht, was hier drin sein sollte. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall was Längeres. Dann haben wir hier noch einen Karton drin, der ebenfalls, ne, du siehst es, komplett zerquetscht ist. Komplett zerquetscht ist. Also da ist alles am Arsch. Das kannst du anders gar nicht sagen. Okay, zwei Kartons. Dann haben wir hier noch drei Tüten drin. Was haben wir hier drin? Ein blauer Drache mit zwei Köpfen. Junge, also das ist von der absoluten Billigfront. Okay, aber ich freue mich. Es sind Drachen. Es ist großartig. Das hier ist ein roter mit... Oh, mit Feuer, mit einer Flamme. Und hier haben wir nochmal ein grün. Ist das der gleiche? Ja, wir werden sehen. Also das ist, glaube ich, jetzt alles, oder? Tüte ist leer. Ja, ist nichts mehr drin. Okay. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Sachen. Ist es korrekt? 9 Geschichten, die du mir hier geschickt hast. Das ist der Hammer. Gut, dann würde ich doch sagen, lege ich die Kartons mal auf die Seite und wir beginnen vielleicht mal mit den Drachen. Oder? Dann kommt der Chrono und dann bin ich sehr gespannt, was in den Kisten hier drin ist. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie lang das Video hier wird. Vielleicht mache ich auch 2 Teile draus. Werden wir sehen, ne? So, komm. Also ich hoffe, du hast dich da nicht in allzu große Unkosten gestürzt, denn bei den Drachen, die es schon ein Weilchen gibt, kann ich dir sagen, das ist halt wirklich so Rappeltischzeug, das du teilweise auch auf der Kirmes bekommst. Also die kriegst du normalerweise, was weiß ich, für unter 1 Euro, ja. Also von dem her, ja, hier steht ein Haufen Zeug drauf. Modellnummer, Manufaktur und so weiter. Shentoys, okay. Sogar Warnhinweis auf Deutsch, ne? Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, ist ja klar. Ja, dann kann ich es gerade so auspacken, ne? Mal gucken, kann ich das hier vor lauter Aufkleber, ja, kann ich öffnen. Junge, das ist doppelt verpackt, überleg dir das mal. Und nochmal eingeschweißt. Ich sag's nochmal, du kriegst die Dinger für unter 1 Euro. Also ich hoffe, du hast da nicht mehr für bezahlt, okay? Ich schneid's mal auf hier oben. Also, Verpackungsindustrie ist immer noch ganz weit vorne mit dabei. Ne? Das ist schon der Hammer. So, also, dann haben wir hier, ich muss erstmal riechen. Oh, das geht erst noch. Oh, das geht erst noch, ist gar nicht mal so schlimm. Also, wir haben hier einen gelben Drachen. Der ist sogar richtig, richtig cool. Vom Kopf her gefällt der mir. Ich glaube, ich habe die auch schon. Ja, irgendwo im Archiv habe ich die stehen. Ob ich sie alle habe, weiß ich nicht, aber ich freue mich da auf jeden Fall total. Ist ein ganz weicher Kunststoff. Also ich würde hier schon von einem Gummi sprechen. PVC wäre dann doch ein bisschen härter.
Ja, kann er stehen? Oh, er kann sogar stehen. Ist der Hammer, falls euch die Größe hier interessiert. Wir haben hier am Flügel gemessen eine Höhe von 12,5 cm und eine Länge von immerhin 14 cm. Also der ist gar nicht so schlecht. Den Kopf finde ich klasse. Ist so eine Mischung aus asiatischem und westlichen Drachen, würde ich mal sagen. Hat hier auch ein richtig schönes Bärtchen unten. Hat rote Augen. Die sitzen sogar da, wo sie sitzen sollen. Die Zähne haben sie ja mit weiß bemalt. Die Zunge hat noch ein Rot abbekommen. Und diese Kopfsegel, Hörner und auch hier diese, ja, sind Stacheln am Hals, haben braun abbekommen, genauso wie die Stacheln, die hier über den Körper ziehen. Das ist eigentlich eher so eine Mähne, ne? Das ist so eine Mischung. Bisschen aus wie so Protofedern von Dinosauriern, so dicht an dicht, ja. Ist witzig und auch die Flügel haben hier eine nette Struktur bekommen. Sind natürlich ganz einfach geritzt, aber ihr seht hier auch die Flügelrippen, die Flügelfinger, die sich hier drüber ziehen und ja, ist auch nicht flach, ist ein bisschen gewellt. Und dann hier ganz breite Schuppen über den Hals, Körper bis zum Schweif hinten und hat auch nette, einfache, aber nette ziegelartige spitze Schuppen bekommen. Also der ist gar nicht so schlecht. Wie schon gesagt, ich hoffe, du hast da nicht so viel dafür bezahlt. Aber ich muss sagen, das ist ein cooles Teil, ne? Auch hier Innenklauen, die man hier sehen kann, ist natürlich ganz einfach bemalt, ja. Auch die Krallen nicht extra bemalt. Aber der ist schon cool, muss ich sagen. Also hätte sowas zu meiner Kindheit schon gegeben, ich wäre total ausgeflippt. Davon mal abgesehen, okay? Netter Drache, der hier auch noch stehen kann. Super. Also das kriegt von mir schon mal auf eine oder andere Art einen Daumen nach oben. Das ist klasse. Er kann stehen, er ist einigermaßen sogar bemalt. Mehr erwartest du da gar nicht, schon gar nicht zu dem Preis. Also ich denke mal, du hast da, was weiß ich, maximal um die 3 Euro, 3,50, 3,70 bezahlt, ne, um den Dreh rum. Du kriegst sie unter 1 Euro, meistens in Komolut mit mehreren Drachen zusammen oder als Einzelpreis so um die, was weiß ich, 3,75 oder so. Da kannst du mit den Drachen eigentlich gar nichts falsch machen. Ist schon okay, auch von der Größe her. Super, also Dankeschön dafür. Als nächstes habe ich hier diesen roten Drachen. Komm, fangen wir auch gleich aus. Es ist... Doppelt verpackt, Mann. Überleg dir das mal. Doppelt verpackt. Und hier, guck mal. Hier ist auch nochmal ein extra Zettel. Eine Bedienungsanleitung. Manual. In allen möglichen Sprachen. Sogar in Deutsch. Hier, Handbuch. Anwendung. Reinigen Sie die Produktoberfläche mit einem Reinigungstuch oder einem Wattestäbchen, um Kratzer oder Korrosion zu vermeiden. Vermeiden Sie es, das Produkt über einen längeren Zeitraum Sonnenlicht oder Feuchtigkeit auszusetzen. Ja. Ja, alles korrekt. Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, stellen Sie es bitte an einen trockenen und belüfteten Ort auf, um Feuchtigkeit und Schimmel zu vermeiden. Ja, alles gut. Alles gut. Das musst du dir mal geben. Ja, ist damit drin. Doch super. Also, hier, ein dreiköpfiger roter Drache sogar. Alles klar? Schneide ich gleich auf. Zack. Lass uns den angucken. Ja, geil. Ich habe hier richtig Spaß. Auch das ist ein ganz weiches Gummi. Du liebe Zeit, okay? Also das ist gar nicht so schlecht. Die Köpfe haben sie alle dran geklebt, oder? Ja, haben sie extra alle dran geklebt. Ja, hier haben wir Rot und Schwarz und Gelb. Die Augen sind natürlich extrem wild, ne? Einfach hier weiß reingekleckst, keine Pupille oder sowas. Die Zähne kann man sehen. Die Köpfe sind hier alle gleich. Also keine unterschiedlichen Köpfe. Die sind definitiv alle gleich, ja. Und die Augen sind alle genauso schlecht bemalt. Ja, eins ums andere. Dann hier auch wieder ein Kopfsegel, die typischen Hörner, sogar noch ein drittes Horn hier auf dem Kopf. Und dann am Hals gehen schon hier die Stacheln los, die sie ebenfalls noch in einem Gelb bemalt haben. Du wirst lachen, das Gelb gefällt mir sogar. Ist gar nicht so grellgelb, sondern ja sehr angenehm, würde ich mal sagen. Und hier haben wir auch eine andere Schuppenstruktur. Das sind eher so kleine, runde, nicht ganz so eckige Schuppen. Ja, hier die Klaue. Schön, sogar, oh, die Krallen extra noch mit Gelb bemalt. Unten wieder relativ einfach gehalten. Aber das sind so die Geschichten, wo ich immer sage, also wenn du Repainten anfängst, probier dich an solchen Figuren, da kannst du nichts kaputt machen.
Und ganz ehrlich, so schlecht ist der gar nicht. So schlecht ist der gar nicht. Also da habe ich schon ganz andere Sachen gesehen. Also das ist schon alles nett gemacht hier. Und er kann auch stehen. Guck dir das an. Der hier hat eine Höhe von gut 12 cm und eine Länge, wenn ich den vordersten Kopf nehme, da kommen wir hier auf 16,5, fast 17 cm. Ist doch der Knaller. Hier, ich stelle den gelben nochmal mit dazu. Okay, also coole Drachen, auf jeden Fall. Und ich sag's ja nochmal, die Dinger riechen fast gar nicht. Es hat ja früher so dermaßen nach Klebstoff gerochen. Das ist heute tatsächlich nicht mehr so und das ist gut. Das ist wirklich sehr, sehr positiv. Ne? Sag ja, du weißt nicht, wie sich das Material in einer gewissen Zeit X verhält, aber das ist cool. Auch von der Größe her. Gefällt mir. So, was haben wir als nächstes? Nehmen wir mal den hier. So ein grün oder blauen. Habe ich auch mal schnell aus. Hier oben wieder. Hier ist auch so ein Beipackzettel mit dabei. Ach, das ist schon echte Hammer. So, das ist so mit einer der Klassiker. Den Drachen hat, glaube ich, auch schon so ziemlich jeder Drachensammler mal bei sich gesehen, oder? Wenn ein Weiche mit dabei ist, der ist so richtig, richtig typisch. Ne? Ja, Flügel hat es hier ordentlich verbogen und oh, das ist schon, hier reißt ein bisschen ein. Seht ihr das? Der Kunststoff. Hier reißt hier schon ein bisschen ein. Das ist schon, wow, das ist schon richtig, richtig wild. Aber auch den muss ich sagen, von der Bemalung, oh, hier ist eine ordentliche Gussnase, aber ja, du kannst dir eigentlich nichts einreißen oder wehtun, denn ja, das ist schon wieder ein bisschen festeres Material. Also hier würde ich schon von PVC sprechen, aber es ist immer noch irgendwo, die Stacheln hier sind ordentlich spitz sogar, ja. Also ist schon härteres Material und ja, hier rote Augen, Grundton ist so ein Türkisgrün, ganz dunkles Türkisgrün. Hier haben sie noch ein bisschen Blau drüber gestrichen. Hier so ein ganz helles Beige, auch an den Hörnern. Und die Zähne haben sie so auch gleich noch bemalt. Die Augen haben sie hier eher in einem blassen Rot bemalt. So sieht das aus. Also das ist so ein typischer Massedrache, den man so kennt. Von der Pose her steht hier wieder auf drei Beinen. Das vordere rechte Bein ist in der Luft, das Schwänzchen ist auch nicht allzu lang geworden. Untenrum haben sie auch in diesem hellen Beige bestrichen. Der kann auch stehen auf seinen drei Beinen. Ja, also komm, so schlecht ist der auch nicht. Die Flügel haben sie hier anmontiert, genauso wie den Kopf. Aber auch das muss ich sagen, für so Geschichten geht es eigentlich. Das ist zwar fernab von schön, aber es geht. Also ich habe da schon so schlimme Sachen gesehen, bin hier jetzt nicht negativ überrascht, muss ich wirklich sagen. Die Krallen haben sie auch noch, zumindest von oben her, mit Schwarz besprüht. Hier steht auch noch ein Dorn aus dem Ellenbogen raus. Hier kann man das auch sehen. Und auch hier die Haut eher so ein bisschen, ja, schuppig, perlig gestaltet, ne? Okay, ja, dieser kleine Drache, naja, klein, hat hier eine Höhe von 8,3 cm und eine Länge von 13,5 cm. Immerhin, ich stelle den gelben Drachen hier nochmal dagegen. Ja, also die passen schon nett zusammen, auch von der Machart her. Einfach, aber ich finde die nicht schlecht. Ich sag ja, irgendwo habe ich die schon rumliegen, aber ja, cool, cool. Drachen kannst du nie genug haben. Hier kommt ein dunkelvioletter, auch den schauen wir uns ganz schnell an. Hat der nur einen Kopf oder hat der zwei? Oh, der hat zwei Köpfe. Okay. Also das sind jetzt mittlerweile drei ausgepackte China-Drachen. Du hättest da früher schon das erste Sauerstoffzelt gebraucht. Heute muss ich sagen, ist es sehr angenehm. Wirklich angenehm. So, also der hat so ein, ja, ist doch nicht violett. Ich würde sagen, das ist so ein Königsblau, ne? Wie so ein Tintenblau. Tuscheblau, ganz dunkel, rote Augen. Oh, sogar eine angedeutete schwarze Pupille drin. Okay, die Zähne haben sie weiß gemacht, die Zunge ist rot, die Köpfe, die Hälse sind wieder angesteckt, genauso wie die Flügel. Aber guckt mal, die gehen hier richtig lang entlang, die sind grau und schwarz. Dann hier die Schuppen, die Rückenstacheln, hier in diesem, ja, altrosa, ne? Ein ganz dunkles Rosa.
hier auch die Stacheln damit bemalt und auch er hat eher so körnige Schuppen. Hier und da glänzt es ordentlich, hier klebt irgendwas Undefinierbares, keine Ahnung. Es sieht hier und da nass aus, das ist aber der Montagekleber. Ne? Ihr seht, wie das hier und da spiegelt. Aber trotzdem, auch der steht auf drei Beinen. Das hier, der rechte Arm, bisschen nach oben und auch der steht. Er steht zwar scheps ohne Ende, also schief, aber er steht. Ne? Man kann ja die Beine auch noch ein bisschen zurechtbiegen, von dem her so. Das ist wieder eher so ein Gummimaterial. Das ist also echt interessant. Und ja, besser steht er trotzdem nicht. Ne? Ja, dieser Drache hier hat eine Höhe am Flügel gemessen von 8,2 und eine Länge von gut 16 cm. Auch hier stelle ich mal den gelben gegenüber. Ja, also der hier, also da ist irgendwie das Bein ist ein bisschen zu kurz, das kannst du auch nicht länger biegen. Oder wenn du es auf die Seite biegst, das Bein ist ein bisschen zu kurz, das Bein ist ein bisschen zu lang, darum steht er auch so schräg, ja. Okay, aber er kann stehen, ne? Ihr seht ja, total windschief, aber er steht. Das ist schon witzig, aber ja, okay, sehr, sehr, sehr interessant. Ich glaube, ich brauche nicht zu erwähnen, dass es die in den unterschiedlichsten Farben gibt, ja. So, dann habe ich hier noch zwei Drachen übrig. Der hier ist in Schwarz und Grün. Auch schnell auspacken. Ach, hier oben. Und überall ist so ein Sicherheitshinweis dabei, was ich ja cool finde. Aber doppelt verpackt, Mann, das ist halt echt der Kracher. So, und ihr seht, jeder Drache ist hier anders, nicht nur von der Bemalung, sondern auch vom Typ her irgendwo, ne? Also, wir haben hier Schwarz und Grün, ist ein cooles Grün. Das hier ist ein bisschen krass, ne? Das Kopfsegel und die Hörner in Reinweiß bemalt, genauso wie die Zähne. Die Augen haben sie hier gelb gemacht, die Zunge steht hier raus, okay. Und hier auch dieses Grün, was sich über den Bauch zieht. Die Krallen hier unten an den Füßen haben sie auch mit Weiß bemalt. Ja, das sind eher so ein bisschen so typische Ritterburgen-Drachenschuppen, ja. Und auch hier die Flughaut, bisschen skulpturiert mit ja, Krallen, die hier noch abstehen irgendwie. Ne? Auch der kann stehen, wunderbar. Was haben wir hier für eine Größe? Hier kommen wir auf 10 cm und er hat eine Länge von der Zunge bis nach hinten und ziemlich genau 14 cm. Okay, auch hier stelle ich nochmal den gelben daneben. Welcher Drache gefällt euch bisher am besten? Also der gelbe ist ganz klar mein Favorit. Ich mag den Kopf hier. Ich mag den wirklich sehr. Okay, ich glaube, mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Ne? Dann schauen wir uns noch den letzten an. Und der hat hier sogar noch eine Flamme, wenn ich das richtig sehe. Also komm, gleich nochmal anschauen. Übrigens, die Tüten gehen auch nicht kaputt beim Aufreißen. Ja? Also das ist nicht mal billig. Also ich bin hier echt sehr überrascht. So, dann haben wir hier diesen Kollegen. Der sieht aus wie ein heraldischer Drache. Also ein typischer Drache, den man auf Wappen findet, mit einer coolen Flamme, die sitzt hier fest am Kopf. Ja, das ist tatsächlich ein Guss. Das ist ja der Hammer. Bin hier sehr überrascht. Wobei, den Kopf haben sie hier, glaube ich, anmontiert, aber die Flamme ist dran. Und hier sehen wir auch einen netten Farbverlauf von Rot in Gelb und hier wieder ins Maul mit den gefletschten Zähnen. Die haben sie ein bisschen weiß bemalt. Das Auge ist hier schwarz, so sieht es von vorne aus, wie so ein Dämonenkopf. Ne? Nicht schlecht, die Hörner in einem dunklen Beige. Also hat ein bisschen teuflischen Kopf, wie ich finde, ist gut. Die Krallen haben sie auch mit Beige bemalt und hier oben noch ein bisschen dunkelbraun hingesprüht. Hier hat auch wieder so ganz eigene Schuppen. Ich sag ja, wirkt sehr heraldisch, auch von der Pose her. Rückenstacheln hier einmal komplett quer rüber. Unten haben wir wieder breitere Schuppen, übrigens nirgends irgendwo eine Bestempelung oder sowas. Das ist halt, ja. So, und dann hier, dieses Bein wurde dran montiert. Okay, also auch er kann stehen. Und das ist ein cooler Drache. Auf jeden Fall, finde ich klasse. Wir haben hier eine Länge vom immerhin, das ist der längste, 18 cm und eine Höhe, wenn ich es hier der Flamme messe, von 10,5 cm. Auch hier
stelle ich nochmal den gelben daneben. Also auch der hier gefällt mir hammermäßig gut. Mir gefällt das Rot gut. Und dann geht es hier in so einen orangenen Farbton über. Der ist nicht schlecht. Und ich sag ja, absolut heraldisch. Das ist ein toller Ritterburgdrache. Ist klasse. Also ich bin hier baff. Ja, und bedanke mich hier gleich mal für die schönen Drachen. Also den habe ich definitiv nicht. Von den anderen, meine ich, hätte ich schon ein paar hier am Start. Irgendwo im Archiv liegen sie. Na, mittlerweile ist die Sammlung so riesig, dass ich sie in unterschiedlichen Räumen habe, an unterschiedlichen Plätzen. Ich wünschte mir so sehr, dass ich mal wieder ein Lager kriege oder eine Halle oder vielleicht ein Haus, ein leerstehendes Haus, wo gut erhalten ist, wo man alles aufstellen kann. Dann könnte ich euch auch mal die ganze Sammlung komplett zeigen, okay? So, ich stelle die Drachen hier mal alle auf. Dann seht ihr die nochmal auf einem Haufen. Kommt es hier, kann man das sehen? Warte mal, ich gehe mal ein bisschen zurück mit der Kamera. Also das sind hier 6 unterschiedliche Drachen. Klasse, wir haben alles mit dabei. Wir haben heraldischen Drachen dabei. Wir haben 3 Köpfe, 2 Köpfe in allen möglichen Farben. Das ist auf jeden Fall ein super cooles Set. Das muss man mal sagen. Ja, ich bin sehr überrascht. Sie riechen nicht unangenehm. Das ist in Ordnung. Auch die Montage. Also ich habe alles schon schlimmer gesehen von dem her. Und wenn sich das alles in dem preislichen Bereich bewegt, was ich gesagt habe, so maximal so um die 3,79 € oder sowas, um mal einen richtig bescheuerten Preis zu sagen, ist es okay pro Stück, ja? Wäre okay. Wenn du das Ganze als Konvolut kriegst und zahlst da, was weiß ich, irgendwas mit 6-7 €, ja, dann jubel, jubel, freu, freu, dann hast du hier nichts falsch gemacht, das ist absolut in Ordnung. Ob ich es meinem Kind zum Spielen geben würde, das steht wieder auf dem anderen Blatt, ja? Also ich würde es tatsächlich nicht. Weil du, wie schon gesagt, nicht weißt, was unter der Haut steckst. Du kennst halt die Materialien nicht. Ich meine, hier steht zwar viel drauf, aber nicht das, was mich halt wirklich interessieren würde, okay? Also von dem her, aber komm, das ist gar nicht mal so schlecht, das ist gar nicht so verkehrt. So, und ich glaube, ich würde sagen, ich mache hier einen Cut und wir machen im zweiten Teil weiter mit den nächsten Figuren. Ich habe hier noch den Kronosaurus und diese 2 mysteriösen, komplett zerquetschten Kartons, okay? Also, dann sehen wir uns gleich wieder im zweiten Teil, im nächsten Video. Bis dahin, danke fürs Reinschauen, danke für euer Interesse. Vielen lieben Dank, Les, ganz viele Grüße an dich. Ich freue mich hier total, ohne Scheiß. Drachen, ja, machst du bei mir nie was falsch. Und von dem her, ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns, bis dann. Tschüsschen, euer Rupi. Yay. Yeah.